Liebe Zuseher, heute haben wir wieder ganz was Besonderes für euch, und zwar machen wir heute eine musikalische Wanderung. Gemeinsam mit den Landjäger, das sind der Gary und der Frankie, spazieren wir heute im wunderschönen Lechtal. Und immer wieder gibt es kleine Pausen, wo sie zwei, drei Liedlein spielen, und dann spaziert man gemütlich weiter. Wir sind für euch mit dabei und schauen uns das ganz genau an. Bei mir sind jetzt der Gary und der Frankie, die Hauptdarsteller vom heutigen Tag. Und jetzt muss ich uns einmal verraten, wie kommt es denn überhaupt zu der zünftigen Musikwanderung? Ja, das Ganze hat sich eigentlich so ergeben, dass wir im Winter sehr viel Après-Ski spielen, und im Sommer hat sich das, ja, war es jetzt eher weniger. Dann haben wir eigentlich gedacht, was kann man da tun, dass es eigentlich gut für den Tourismus ist, gut für uns und auch gut für die Hüttenwirte. Und somit ist mir die zünftige Musikwanderung eingefallen und haben mir gedacht, da kann man doch was machen mit den Leuten, dass man da einfach wöchentlich, jetzt machen wir es momentan so, dass wir jeden Donnerstag einfach auf die Hütten gehen, und ja, so ist eigentlich die Idee einfach entstanden. Ja, gut ist es ja auch für die Gäste, die da sind, weil die spazieren gemeinsam los, halten zwischendurch immer wieder kurz an, singen und spielen dabei Liedern, und dann geht es wieder weiter. Ist ja ganz gemütlich, auch für die Gäste, oder? Ja, sicher. Da wird auch wunderschön, wenn am Almweg getanzt wird und so weiter. Und bis jetzt hat man es eigentlich auch immer gut angenommen. Das Wetter hat auch immer gepasst. Und es geht jetzt die nächsten Donnerstage natürlich auch weiter. So. Und wir hoffen, es wird von euch auch angenommen. Gell? Ja, man kann ja gleich dazu sagen, das sind ja jetzt die Almen, wo zwei Stunden auch gehst, sondern das Ganze ist recht gemütlich, oder? Ja, wir haben es natürlich bewusst auch so gewählt, dass man schon, dass es jetzt nicht gerade eine 3 Stunden Bergtour ist, sondern es ist immer so eine gemütliche Wanderung, 1,5 Stunden circa, mit 2, 3 Pausen, mit musikalischem Hintergrund, und ein Schnapsel gibt es natürlich immer für die Gäste und natürlich auch für die Einheimischen. Und wie gesagt, das darf jetzt keine Bergwanderung sein. Der sportliche Aspekt ist da sicher jetzt nicht so vordergründig, sondern halt der musikalische und der Spaß. Der Spaßeffekt. Der Spaß muss passen, und den haben wir bis jetzt eigentlich auch immer gehabt. Gell, Gerhard? Ja, ich dachte schon so. Wohl. Mit mir spaziert der Ludwig, und Ludwig, du kommst aus Belgien, habe ich erfahren, und du bist ja schon ganz oft da gewesen. Wie oft?
55. Mal, glaube ich, bin ich hier, oder 56, ich weiß es überhaupt nicht mehr genau. Und du bist auch schon öfter mit den Landjäger wandern gegangen? Nein, zum ersten Mal, aber ich kenne den einen Jungen, den Frank. Ich habe 19 Jahre bei seinen Eltern ein Zimmer gehabt. Ah, alles. Und nachher hat er das Zimmer umgebaut und da musste ich woanders anders ein Zimmer suchen. Aber wie gefällt dir das dann mit der Musik, ein bisschen wandern? Ja, das gefällt mir ganz gut. Ja. Auch die ganze Umgebung und die Leute. Ich kenne fast alle in Stansach, doch, lass uns sagen, 70% von den Leuten kenne ich. Super. Ja. Super. Ja gut, schaut, die bleiben alle stehen. Wenn wir stehen bleiben, dann müssen wir wieder weiter spazieren. Ja. Mach mal. Jawohl, Dankeschön. Auf geht's. Du bist heute auch mitgewandert mit den Landjägern und mit mir. Wie hat es dir gefallen? Ja, ganz gut, ganz gut. Romantisch, urig. Ja, ja, genau, das gehört ins Lechtal in Fallerstein. So ist es. Ja. Und weil du gerade siehst, Fallerstein, du hast ja da auch eine Hütte, oder? Ja, genau. Das ist, liegt da unter. Und bist du da manchmal oben oder bist du jetzt heute nur rauer gewandert, weil die Musik auch gegangen ist? Nein, ich bin sehr viel oben. Mehr in Fallerstein wäre. Zu Hause in Weißenbach, ja. Okay. Ich bin gebürtige Stansacherin und habe nach Weißenbach geheiratet. Aber die Hütte, die habe ich von meinem Vater gekriegt. Du, und wenn es dir jetzt einen gut gefallen hat mit den Landjägern, musst du das wieder mal mitgehst? Ja, auf jeden Fall. Oh, ein bisschen was Anspruchsvolleres, ja, oder? Genau, richtig. Ja. Du bist ja noch gut unterwegs zu Fuß. Jawohl, ein bisschen schon. Und unterwegs haben wir uns ja immer ein bisschen gestärkt mit dem Schnäpsle. Ich glaube, da hast du auch mal ein Schlückchen drin. Jawohl, genau. Du, dann will ich den schon noch länger stören. Ja. Viel Spaß heute noch und viel Spaß beim Achigo. Dankeschön, danke. Wenn sich jemand dafür interessiert, das gibt es bei uns im Veranstaltungskalender, Moni. Und wenn man das nicht findet, dann findet man es auf unserer Homepage. Stimmt das? Ja, und man findet es vor allen Dingen auch beim Lechtaler Tourismus auf der Homepage und auf Facebook bei den Landjägern. Also es wird immer publik gemacht. Und wie gesagt, auch natürlich in eurem Veranstaltungskalender in Zukunft. Nächste Woche, also diese Woche sind wir bei Michel in Fallerstein. Nächste Woche sind wir in Madau. In 2 Wochen sind wir wieder da. In 3 Wochen sind wir dann wieder in der Stabelalpe. Nicht Stabelalpe, sondern Stabelalm beim Ernst. Und ja, also es ist jetzt bis Ende September ist auf jeden Fall jeden Donnerstag die Musikwanderung. Und ja. Hey, hast du das auch beim schlechten Wetter? Ja, ich meine, wenn es jetzt gerade extrem schlecht ist, dann können wir es fast gar nicht machen. Aber wir machen es bei wechselhaftem Wetter auf alle Fälle. Also wir gehen immer davon aus, dass die stattfindet Donnerstag 10 Uhr. Super, hey. Und jetzt geben wir uns noch eine kurze Kostprobe oder eine weitere. Wir haben ja schon einiges gehört und dann trinken wir uns zusammen. Das machen wir. Danke. Christa, wo der Teufel Mauri ist.